Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Junge Mollflüten, da hoi, liebe Landraten und Rädchen da draußen. Und willkommen zurück zu Transport Fever 2 hier beim guten Valvo. Servus und hallo. Hallo, hallo. Flügen. Und wir stechen wieder in See. Oh yeah. Auf kurz. Walfangjagd. So nach Sperma. Es ist jetzt fast ein Jahr her, oder? Ja. Ein Target. Mhm. Das haben wir Anfang letzten Jahr. Alter, Falter. Und dieses komische Hotel, dieses Krankenhausding da bei dir, das Project Hospital. Gott, ein Jahr, das kommt mir vor, als ob es gerade mal. Es ist mir auch wieder aufgefallen. Was? Nee, ich hätte es nicht beim Schirm gehabt sogar. Also ich dachte, das wäre sogar schon früher gewesen. Echt? Nee. Dachte nicht, dass es heuer war. Und dann beim Jahresreview dann so, oh. Heuer war das. Hast du den angeguckt eigentlich, den Review? Die ersten 15 Minuten, ja, dann musste ich abbrechen, weil ich weg musste. Okay. Den kam ich noch nicht wirklich weiter zum Gucken. Aber ich habe schon kommentiert. Diese Kürze, meinst du? Das Valvus-Kommentar. Antun. Ich versuch mich kurz zu halten, mein Blick auf die Videolänge, okay, 1 Stunde 40 und läuft. Antun. Antun? Ja, hast du gesagt, das müsst ihr euch mal antun. Ja, sagt man das bei euch nicht? Ja, antun klingt ja so gemein, also so böse. Tut euch mal das Video an vom Valvo. Echt? Okay, ja. Nö, also ich hab's okay. Jetzt total betrachtet, also wie ansehen. Ah, okay. Weil man sagt ja auch zu Hype-Videos, tut euch das mal oder zieht euch das mal rein oder sowas. Ja, reinziehen schon, aber antun ist so negativ behaftet bei uns zumindest. Okay, interessant. Oh. Also etwas tun ist in Österreich schon negativ. Ja, wie mägen nicht. Südeuropäische Mentalität. Tun, nee, tun ist negativ. Bloß nix tun. Thunberg, nee. soll ich die Straße hier reinziehen? Weil das ist ja nur für die Güter. Ja. Das heißt, dass wir irgendwie umdrehen können für unsere Tramlinie. Oder soll die Tramlinie da starten? Nee, oder? Ja, wenn, dann schon beim Bahnhof. Nee. Beim Bahnhof, ja. Ja, kann man machen, ja, klar. Hübsch ist jetzt anders, aber... Ja. Das heißt einfach danach das Depot weg, dann kann da hinten nämlich noch ein bisschen Stadt gebaut werden. In diesem lustigen Eck. Das nachdem lustige Eck. Achso, Moment. Auch nur das nicht? Ja, bräuchte man eigentlich schon, aber ich setze es woanders hin. Okay. Nachdem wir den... Machen wir das mal da hinten irgendwo. Da stürzt nicht so. Noch nicht. Also kommt auch noch auf gute Ideen. Ich muss diese ganzen Twitch-Notifications mal endlich abschalten. Das nervt schon ein bisschen. Gerade beim Aufnehmen an der reinplatzen. Also man sieht's eh nicht, aber mich nervt's. Straßen, so. Dann. No? Sollen wir hier zurück oder hier zurück? Ich würde tatsächlich vielleicht sogar noch ein Stück weiter, ja. Noch ein Stück weiter? Ja, da oben wollen wir ja nicht nochmal eine Linie hinbauen für das kleine Eck, oder? Ja, okay. Mhm. Klingt gut. Zwar ein bisschen groß, aber... Network Jesus. Sollen wir hier zurückfahren? Nee, ich würde schon oben nehmen. Okay, weil dann haben wir da aber keine. Die müssen halt ein bisschen. Du weißt, wie groß die Reichweite von diesen Bushaltestellen im Grunde war. Ja, aber wenn wir die unten bauen, reicht es bis oben eigentlich auch. Aber im Einzelteil war doch dann immer die Abdeckung, wo sie dann rumgemotzt haben, auch wenn es eigentlich passen würde. Aber trotzdem war da wieder die Abdeckung so, naja, die ist aber nur mittelmäßig, weil wir haben nicht direkt vor der Haustür eine Station. Ich weiß nicht, wie der Zweierteil da reagiert. Ich hoffe, Gnedia. Ja, Gnedia. Ansonsten.
Also wenn das Spiel so penibel ist, dass man wirklich jede Straße eine Bushaltestelle machen muss, damit das irgendwie eine 100% Abdeckung ist, finde ich es zu extrem. Aber im ersten war es so, oder? Es ging so, ja. Also ich habe auch nie 100% erreicht. Nee, aber sie haben ja auch immer sich... Ja, genau. Sie haben sich irgendwie immer aufgeregt. Okay, passt. Dann machen wir mal da eine Tramlinie. Die sollte nicht so verlaufen wie die Güterlinie, oder? Sondern in die andere Richtung. Möglichst entgegen, damit sich das nie aufstaut, ja. Okay. Gebäude, Gebäude, Gebäude. Gebäude, Gebäude. Dann in diese Richtung, ja. Passt, dann mache ich hier die Station. Da eventuell. Oder hier drüben dann. Wird auch... Machen wir es da. Du sagst Bescheid, ne? Wenn irgendwas aufstößt. Du sagst, nein! Du kennst mich, ich bin da gnadenlos. Gnadenlos. Ich überlege, ob ich da vorne, da oben noch eine mitnehmen soll. Da an der Ecke. Würde ich nehmen, ja. Okay. Aber andere Seite, oder nicht? Ja. Ja, passt auf! Das haben wir damit herausgefunden. Ja, warum soll ich denn nicht aufpassen? Ich hab dich gerade tippen gehört, da dachte ich, aha. Ja, ich hab was gegoogelt, Entschuldigung. Ja, eben, wer passt denn da nicht auf? Hier? Ja. Möglichst mittig würde ich es da setzen, genau. Und dann bei der nächsten auch möglichst mittig. Oder kurz vor Ende geht auch, oder? Passt. Und ja. Da nochmal eine? Ja, wäre nicht schlecht. Da würde ich nochmal einsetzen, ja. Ja, weil die Stadt geht schon noch ziemlich weit nach rechts. Die Stadt hat voll den rechts rein. Entschuldigung. Da in der Mitte. Und da haben wir dann eher eine Station. Okay. Gut. Dann sind wir am Anfang ein bisschen großzügiger und dann wird es weitflächiger. Aber sollte passen. Cool. Neue Line. Ziehen wir uns eine Line. Ich bin falsch, oder? Ne, geht sogar. Transportlöwe, erreiche einen Kontostand von 100 Millionen, Klammern ohne Schulden. Wahnsinn. Was? Wahnsinn. Hallo. Wahnsinn sind unsere Passagiere. Schiere, schiere, schiere. Und sie klagen über die Verspätung, Verspätung, Verspätung. Ja, das war jetzt ein bisschen unklug. Dahin das Depot zu machen, die dürfen jetzt doch die Stadt fahren. Wieso postest du nicht oben? Da wo gerade nichts ist. Ja. Das ist ein Straßenbahndepot, da hast du dann Straßen, also Fahrzeug oder Straßenbahndepot gebaut. Ah, stimmt, da gab es ja Unterschiede. Warte, da ist was dazugekommen, oder? Das war doch vorher auf einer Seite. Kann sein, dass die Bus-Tramstation dazugekommen ist. Oder hattest du vorher oben immer diese Symbole noch angeklickt? Naja, es hätte sich vergrößert. Nee, ich meine, oben ist doch noch so ein... Straßengebäude, meinst du? Unter Straßen sind drei Symbole. Ja. Nee. Wenn du nur auf Depot klickst... Nee. Dann hast du es so vielleicht gemacht, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Dann kann ich nicht sagen, weil... Ist komisch, na gut. Links oben. Links. Was? Weiter. Da oder was? Da, ja. Okay. Mach sie doch nicht selbst so kompliziert, Menschenskinder. Links. Pferdetram USA. Ja, gleich mehrere, oder? Siebene, sechste. Ja, würde ich sagen, die Strecke ist groß genug für sowas. Bling.
Geil. Okay. Passt. Dann die Straße quatschen wir mal gar nicht. Wieso brauchen wir jetzt da hinten Straße? Wir wollen ja irgendwie wieder zurück, oder? Wir wollen ja jetzt eine Busstation machen und wir wollen ja Ah, okay. wahrscheinlich. Ja, alles gut. Da habe ich kurz einen Brain-Lag gehabt jetzt. Okay. Weil wir können die Straße auch weiter vorne bauen, hier zum Beispiel. Weil da hinten derweil nichts ist. Ja, warum nicht? Aber dann reißt du da oben so ein großes Gebäude weg. Das ist auch blöd. Ja. Warte mal, da wo die Straßenbahn derzeit runterkommt, kannst du da rüberziehen? Ja, das sind kleinere Gebäude. Das tut vielleicht nicht ganz so. Oh Gott, eine halbe Mille? Na gut. Ja, gut, wir haben 101 Millionen. What the heck? Wieso geht denn das so schnell? Oh, Geschwindigkeit bei 2. Und wir sind einfach so gut, Anno. Ach so, klar, ja. So klar. Klar. Tom würde jetzt wahrscheinlich was anderes sagen. Ach, Tom. Ach, Tom. Bus-Tram-Haltestelle. Gut. Und wo darf's sein? Wo hätte man's denn gerne? Findest du übrigens ein bisschen komisch, dieses Einstellungsfenster hier? Mich wundert, ist Wenn das da nichts neu? Das war drinnen doch ist. echt. Ich habe mich auch schon gewundert bei Irgendwie. dem anderen Menü. Wieso geht das überhaupt nicht mehr weg? Keine Parameter. Wofür ist das genau da? Aber schön, dass erstmal so ein Drittel völlig weggeblurrt wird von so einem Fenstermenü. Einstellung, keine Parameter. Handflächen groß ist das bei mir auf dem Bildschirm. Okay, gut. Wo hätten wir es denn gerne? Auf derselben Nicht im Straße? Schlafzimmer, nein, Schatz. Jetzt haben wir das Problem, dass wir da oben auf der Hauptstraße auf jeden Fall beide Richtungen Blockade haben. Nämlich die eine Richtung die LKWs, die andere Richtung die Tram. Trumps. Trams. Ist doof, Also, da ne? die Trams häufiger, also wahrscheinlich in naher Zukunft mehr sind als die LKWs. Oder, warte mal, bevor du den Gedanken zu Ende führst, wir ändern die Route vom Trump und führen ihn darauf. Sind da überhaupt Werkzeug gefragt da oben? Nee, nicht die Tram, nicht die Werkzeuge. Wir führen die Passagiere darauf. Oh. Ja, wir müssen halt dann eine blöde Dings machen, eine blöde Kurve. Eigentlich würde ich das gerne abreißen hier in der Mitte und eine andere Straße ziehen, die so in parallel führt, aber das wird zu teuer werden Das wahrscheinlich. wird toll. Vor allem guckt man die hohen großen Gebäude an, die ja mittlerweile schon stehen. Ah Das wäre Gott, echt ja. schade. Wir halbieren hier die Stadtgröße weg. Hier könnte man halt zum Beispiel ausweichen und dann da zurückfahren. Aber er ändert nicht viel daran, dass die da parallel fahren. Erstmal was einpullern. Erstmal Erstmal was ein. pullern. Das ist auch zu teuer da. Wenn wir das abreißen. 1,1 Millionen für 5 Häuser oder was? Gute Frage. Ich meine, die Cargo-Linie geht ja hier. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir machen hier die Tram-Linie und fahren da wieder zurück, dann sind wir eh schon aus dem Gröbsten raus, weil die Cargo-Linie geht ja dann eh woanders. Das heißt, die fahren dann gar nicht parallel. Weil sie fahren ja nur hier parallel und das wird man ihnen quasi wegnehmen, indem wir die Linie woanders hinfahren. Ja, Zumindest das das Stück. können wir machen. Hier Das würden könnte sie man machen, dann. ja. Hier fahren dann alle drei. Das können wir dann wohl nicht verhindern. Aber wäre schon mal besser. Ja, klingt gut. Nehmen wir so. Cool. Probieren wir es mal.
Aber happy bin ich nicht mit dieser Stadt. Da gibt es Städte, die sich schöner bauen von Haus aus, finde ich. Ja. Die ist halt sehr kompliziert, also vom Straßenverlauf kompliziert. Ja. Um zwei Routen drin zu, also drei Routen, die wir mittlerweile schon drin haben dann. Mhm. So, dann hier eine Station. Sag mal, kann man diese Symbole eigentlich mal ausblenden? Die irritieren mich dermaßen. Es ist wirklich extrem viel los an Symbolen. Und dann in der Skype-Übertragung stelle ich mir das noch schlimmer vor. ja, da. Sollte dann ausreichen. Ach so. Ich müsste eigentlich da rauffahren, oder? Wie sollten die Route gehen? Ich glaube, ich muss das hier noch verbinden irgendwie miteinander, oder? Ehrlich gesagt, ich blick gerade. Ich hab gerade einen Denkfehler. Ich blick gerade nicht mehr durch, wo du überhaupt noch hin willst. Ich will da rauf. Und wo nach wo rauf? Also du willst unten nicht, also die Tramlinie soll nicht mehr unten am Strand entlang, das habe ich soweit verstanden. Genau, oder? Genau. Die soll hier rauf gehen und da entlang führen. Wie nach unten? Bis hierher. Da, das hier, das hier. Aha. Ja. Er hat vorher überhaupt nicht aufgepasst, ja, wie geil. Ich was wir davon für einen Mehrgewinn haben, weil dann sind ja, die halt das, ja, direkt nebeneinander alle. Ja, wir haben den Vorteil, dass sie nicht die parallel zur Güterlinie fahren. Gut, fahren sie ja derzeit eh nicht, weil die Trams kommen von vorne, die LKWs von anderen Seite. Und, weißt du? Ja, stimmt. Aber wenn wir jetzt eine Umsteigestation für den Bus machen wollen, dann machen wir das ja auch hier, oder? Dann wollen wir doch hier irgendwo den Bus entlang fahren lassen. Möglichst die Straße entlang. Und das wäre ja dann das Problem. Dass wir dann zu viele gleichzeitig haben. Zu viele parallel. Die hier alle entlang fahren. Ja, ja, das ist das Problem, worüber wir die ganze Zeit schon haben. Aber ich dachte deswegen dachte ich, wir weichen aus. Siehst du da, wo Pine Street steht, da bei der 8? Ja. Also so dachte ich jetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt mehr Sinn macht. Dass du von der 8 die Straßenbahnschiene gerade nach oben zur 3 ziehst und wir den Teil rechts nicht mehr mit der Tram machen, sondern rechts den Bus. So habe ich das jetzt vorher verstanden. Ah, okay. Man könnte dann zum Beispiel das alles weglassen dann? Mit der Tram weglassen. Dann könnte man die 9 nach unten verlängern und da noch eine 10 hinsetzen. Unten in dieser Ecke, dass dann die Straße von der 3, 8, 10 unten und von der 10 nach links an die 9 ran. Da haben wir links. Ach so, ja, stimmt. Ja, das wäre eine Idee. Ja. Okay, dann machen wir es so. Das hatte ich jetzt nicht bedacht, dass wir das so komplett umbauen. So habe ich es vorher verstanden. Entschuldigung. Ja, okay. Jetzt kommt total auf den Schlauch mit diesen Schienen, die da links an der Bahn. Okay. Ja, gut, das bauen wir dann komplett um, okay? Ja, passt. Das gefällt dir jetzt so, oder? Dieser eine Teil hier quasi. Mir hat es mir schon vorher gefallen, muss ich sagen. Da hab's mir echt ein bisschen einfacher vorgestellt mit dem Bus da unten. Aber die beiden gehen parallel, das gefällt mir ganz gut.